Ein brutaler Mord. Wir fanden keine Einbruchsspuren. Möglicherweise hat das Opfer seinen Mörder gekannt. Ein finsterer Plan. Der Täter hat sich wochenlang vorbereitet. Kann die Profilerin die rätselhaften Spuren entschlüsseln? New Albany, Indiana. Eine kleine Gemeinde, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Kentucky entfernt. Eines Morgens geht bei der Polizei ein Notruf ein. Der Anruf kam von Kieslers Polizeibedarf. Eine Mitarbeiterin namens Jennifer Johnson war nicht zur Arbeit erschienen. Jeder bei der Polizei kennt Jennifer, die als Angestellte im örtlichen Geschäft für Polizeibedarf arbeitet. Es war sehr ungewöhnlich für sie, sich zu verspäten oder nicht zur Arbeit zu erscheinen, ohne Bescheid zu sagen. Lieutenant Loop fährt zu Jennifers Haus, wo schon ihre besorgten Kollegen warten. Als ich bei Jennifers Haus eintraf und klopfte, machte niemand auf. Die Türen waren alle verschlossen, die Fenster verhangen. Ihr Auto stand in der Garage. Der Polizist befürchtet, dass Jennifer krank oder verletzt im Haus liegen könnte. Ich brach die Hintertür auf. Und beim Durchsuchen der Wohnung fand ich Jennifer tot auf ihrem Bett. Alles deutet darauf hin, dass Jennifer vor ihrer Ermordung vergewaltigt und ihr nackter Körper absichtlich in einer besonders schockierenden Pose hinterlassen wurde. Schicken Sie einen Kollegen und die Spurensicherung zu dieser Adresse. Ich habe hier einen Mordfall. Captain Keith Whitlow und Sergeant Sammy Sarkison übernehmen den Fall. Was gibt es, Frank? Jennifer ist nicht zur Arbeit erschienen, was für sie sehr ungewöhnlich ist. Ich habe die Hintertür aufgebrochen und sie tot auf ihrem Bett gefunden. Auf den ersten Blick habe ich keine Verletzungen gesehen. Während die Polizisten auf den Gerichtsmediziner warten, der die Todesursache feststellen soll, durchsuchen die Kollegen von der Spurensicherung das Haus. Aber sie finden nichts. Es gab keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens in das Haus. Scheinbar wurde auch nichts durchwühlt. Der Täter hatte es offensichtlich nur auf Jennifer Johnson abgesehen. Die Ermittler beschäftigen sich als erstes mit den Lebensumständen des Opfers. Jennifer war ein Workaholic. Sie liebte ihren Job wirklich. Laut ihrer Schwester war Jennifer eine starke, selbstständige Frau. Sie war sehr unabhängig und es gefiel ihr, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sie war auch meine beste Freundin und wir machten viel zusammen, gingen ins Kino oder ins Konzert. Nur Stunden bevor Jennifer starb, hat ihre Schwester sie noch zu Hause besucht. Ich bin zu ihr zum Abendessen gegangen. Dann haben wir uns einen Film angesehen. Das war das letzte Mal, dass ich sie lebend gesehen habe.